Hallihallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Heute habe ich ein Rezept für euch aus der Kategorie Suppen, die glücklich machen. Es gibt eine cremige Tomatensuppe. Tomatensuppe ist wahrscheinlich der Klassiker unter den Suppen überhaupt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich früher so mit 12, 13 alleine zu Hause war und Hunger gehabt habe und die Mama war noch nicht da, dann habe ich mir immer ein Päckchen Tomatensuppe gemacht. Leider immer nur aus dem Päckchen. Meine Tochter ist jetzt im gleichen Alter, die macht es übrigens ganz genauso. Das ist natürlich kein Ersatz für eine gesunde und vollwertige Ernährung, vor allem aber auch kein Geschmacksersatz. Denn die Suppe, die wir heute machen, die hat wirklich so viel leckere Sachen drin, Frischkäse und Schmelzkäse und ich glaube, das wird eine richtige Tomatensuppe. Und eigentlich, so wie ich mir das Rezept durchgelesen habe, ist es auch nicht viel mehr Arbeit als Päckchen aufmachen und heiß Wasser drauf zu gießen. Ein bisschen schon, aber es lohnt sich. Wir legen los. Und zwar brauchen wir eine Zwiebel. Quatsch, nicht eine, sondern 2 bis 3 Zwiebeln. Ich habe jetzt hier 2 größere genommen. Die haben wir schon mal halbiert. Und eine Zehe Knoblauch. Das Ganze wird die üblichen 5 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinert. Da hat er mal einen Satz gemacht hier, der Kessel. Wir schieben das mit dem Spatel nach unten. Dann kommen so 10 Gramm etwa Öl dazu. Habe ich auch schon mal vorgegossen. Dann nehmen wir natürlich Rapsöl oder Sonnenblumenöl, bitte kein Olivenöl, weil das zum Braten nicht so wirklich geeignet ist. Es gibt spezielles Olivenöl, mit dem man anbraten kann, aber das hat natürlich einen sehr starken Eigengeschmack auch. Das Ganze dann 3 Minuten in der Varoma-Stufe auf Stufe 2 andünsten und gib ihm. So, und weiter im Rezept Tomatensuppe. Ich habe jetzt 1 Kilo passierte Tomaten hier für euch vorbereitet. Na, die habe ich nicht vorbereitet, die habe ich gekauft. Ne? Kann man ja kaufen, kann man auch selber machen, aber ich habe es gekauft. Jetzt muss ich das irgendwie versuchen, unfallfrei hier rüber zu kriegen. Ah, perfekt. So, irgendwie, das klappt auch nur hier. Zu Hause versaue ich mich immer. Da spritzt es immer. Hier geht's. So, also 1 Kilo passierte Tomaten, 200 Milliliter Wasser. Dann nehme ich einen Esslöffel von unserem Suppengrundstock. Den haben wir selbst gemacht. Und nochmal der Hinweis, wenn ihr nicht wisst wie, schaut euch das im Kanal an. Suppengrundstock braucht man für alles. Immer. Überall. Dann haben wir noch 30 Gramm Tomatenmark, 200 Gramm Frischkäse, das ist jetzt der ohne Kräuter, kommt alles hier rein und 50 Gramm sind das Schmelzkäse. Ja. Schmelzkäse ist auch sowas Seltsames, aber an manchen Sachen muss das ran und das passt dann auch und hier passt das ganz bestimmt. Ein Viertel Teelöffelchen Pfeffer, ein Teelöffel Salz. So, und das war's eigentlich auch schon. 13 Minuten auf Stufe 100, also 13 Minuten, 100 Grad, Stufe 2. Und dann kommt noch ein Arbeitsschritt. Und dann haben wir es eigentlich schon geschafft. Bis gleich. So, unsere Suppe ist jetzt soweit gekocht. Wir müssen jetzt noch 10 Sekunden mal aufschäumen, ganz langsam auf Stufe 6. Das machen wir so stufenweise. So, dann schäumen wir die so ein bisschen auf. Und jetzt wird sie nochmal 10 Sekunden auf Stufe 8 püriert. Auf geht's! Ich hol mir schon mal ein Schüsselchen.
damit ist unsere Suppe fertig. Ich habe eben, als das hier so vor sich hin geköchelt hat, 13 Minuten, das ist ja echt nicht lang, habe ich überlegt, man hätte natürlich auch den Schmelzkäse durch andere Sachen ersetzen können, durch Edamer zum Beispiel oder auch durch Gorgonzola. Da muss man dann entsprechend aufpassen, wenn man Gorgonzola nimmt, dass man dann etwas weniger nimmt. Ich probiere jetzt direkt mal aus dem Topf heraus, also von der Farbe her, ist das cremige Tomatensuppe, so wie sie es gehört. Und es ist geschmacklich wirklich, wirklich gut. Also unglaublich, ja, sämig natürlich, klar, also da wird man mit Sicherheit satt von. Und ich zeige euch das mal, also der Kessel ist auch jetzt echt ordentlich voll. Es ist allerdings auch, muss man dazu sagen, trotz allem ein Rezept für den TM31. Das heißt, die Mengenangaben, die wir hier gemacht haben, die gelten für beide Kessel. Ja, weil der TM5 ist ja ein bisschen größer als das Vorgängermodell. Sämig, habe ich schon gesagt. Was mir aber total gut gefällt, ist, dass sie auch echt noch sehr, sehr fruchtig ist. Also sehr tomatisch. Vielleicht kann man da noch ein bisschen, ein paar Kräuterchen noch irgendwie dazu machen oder ein Klecks Schmand, wenn man das serviert. Ja, wobei, das muss es nicht unbedingt, aber einfach, um da nochmal so ein bisschen gewisse Frische reinzugeben. Petersilie natürlich, ja, frische Petersilie oben drauf streuen, hat man noch was Grünes drauf. Sieht nicht nur nett aus, aber ich glaube, das ist eine super Suppe, super Suppe, super Suppe. Nicht nur als Vorspeise, sondern auch durchaus als Hauptgang. Mit schön Weißbrot dazu, kann ich mir absolut gut vorstellen. Hat sich für mich gelohnt, dieses Rezept auszuprobieren. Ich hoffe, ihr probiert es auch aus, denn das lohnt sich. Wie unsere anderen Rezepte natürlich auch. Im Wunderkessel Forum, da solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Natürlich auch hier in den Kanal, denn hier testen wir die besten Rezepte aus dem Wunderkessel Forum ohne Food Design und Photoshop, so wie das bei euch zu Hause auch aus dem Thermomix kommen könnte, würde, sollte. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit. Bis zum nächsten Mal.